So ein interessantes Beispiel, die also auch ziemlich viele Follower haben, letztlich sind Hermann und Pop. Die wabbern im Grunde irgendwie, also so, sie sagt im Grunde so: Ja, Leute, irgendwie, wir sind hier in der Endzeit, bla bla bla, bereitet euch vor, bla bla bla. Aber das konkrete Thema Krieg, das klammern sie aus. Das klammern sie aus. Dass es zu einem Dritten Weltkrieg kommt, Andreas, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Es wird aufgerüstet, na klar, die Rüstungsindustrie verdient viel Geld, aber glaubst du wirklich, dass es ausbrechen wird? Nein, das glaube ich nicht, weil erstmal ist es so, auch diese Diskussion gegen rechts oder diese Demonstration gegen rechts, das sind so die vielen Ablenkungsmanöver, um eben halt die neuen ökonomischen Geschäftsmodelle, in diesem Fall Rüstung, davor war es Corona, diese Geschichte der mRNA. Stoffe, die man den Menschen gespritzt hat, was man dann als Impfung benennt, kann man ja auch im Nachhinein schon gewissermaßen als Waffe sehen. Und wenn tatsächlich rechtes Gedankengut im Spiel war, dann möchte ich mal auf Wikipedia hinweisen. Dort gibt es übrigens eine Liste ehemaliger NSDAP-Mitglieder, die nach Mai 1945 politisch tätig waren. Und in dieser Liste werden Personen aufgeführt, die Mitglied der NSDAP war oder bei der SA oder bei der SS und die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eben halt noch dabei waren. Und ich habe das mal durchgezählt, das sind fast 250 Personen, die aktiv CDU, SPD, FDP, waren sie überall mit drin. Da hatten wir noch tatsächliche Altnazis in den Parteien. Da hat damals keiner was gesagt. Und heute spricht man von Nazis bereits, nur wenn einer sagt beispielsweise, ich möchte gerne Einigkeit und Recht und Freiheit leben und dann die deutsche Fahne hissen. Das zum Beispiel reicht dann schon aus. Man kann mal reingeben, einfach die Wikipedia-Liste, da merkt man erstmal, was ist das eigentlich, worüber wir reden. Ja, und damit sind wir jetzt in Deutschland angekommen. Und meine Meinung ist, die werden also, wenn sie es nicht selber checken, sie werden irgendwann in den nächsten Monaten, in den nächsten ein, zwei Jahren, werden sie ein Riesenproblem bekommen mit ihren Followern, denen sie das Gefühl geben, so, okay, es wird ein bisschen schwierig, bereite dich vor, bla bla. Aber das Thema Krieg in Europa, wo wird gekämpft, das klammern die total aus. Also das. Ja, und selbst wenn sie es dann checken, wie sollen sie es denn wieder aufgreifen, ohne ihr Gesicht zu verlieren? Genau, das ist der Punkt. Das heißt also, ich hab schon überlegt, dass ich mich an die wende, aber ich mache das nicht, weil dann triggere ich deren Ego, ne? Aber sie laufen da, wenn sie nicht aufpassen, laufen sie in eine Falle, weil irgendwann ist es zu spät, das Thema Krieg zu thematisieren, weil dann viele Leute, ich glaube, die haben, ich weiß nicht, YouTube, ich glaube 180 oder ich weiß nicht, 300.000, die haben also schon eine ganze Masse von Abonnenten oder Followern, wie du das auch immer nennst. Also da hängt schon hinten was dran. Und das Interessante ist, also wenn ich höre mir das fast, ich höre mir fast die ganzen Dinge an, die sie machen. Die machen so drei Podcasts die Woche, immer so 80 Minuten oder so. Die sind relativ gut vernetzt, die scannen die Medien ganz gut. Also wenn du dir das reinziehst, dann hast du immer so einen guten Querschnitt über das, was die letzten 2 Tage passiert ist. Ich informiere mich auch noch anders. Aber egal, gut, also das, ich sage gar nicht, dass das, was sie machen, dass das scheiße ist. Na, Aber ja gut, es ist eine schwierige Zeit. Aber aber dass sie nicht zumindest Leute einladen und fragen und es zumindest nachprüfen. Ich erlebe es ja auch in deutschsprachigen Alternativmedien. RTV hat mich dreimal eingeladen, war sehr gut. Ja. Ich will jetzt über niemanden urteilen, überhaupt nicht. Aber je größer sie werden von ihrer Reichweite, umso oberflächlicher wird das Ganze. Umso mehr, ich kenne ja einige, umso mehr Politik wird da auch betrieben, welches Thema zugelassen wird. Und wir haben es eben schon in Sendungen erwähnt, ich mag mich jetzt nicht wiederholen. Wir haben eine Wohlfühlblase, weil ja Menschen ein Bedürfnis haben, sich wohlzufühlen. Sie wollen sich bestätigt fühlen, viele. Sie sind müde von der C-Blödemie immer noch, ja. Und jetzt gibt es halt
ich sage jetzt Schwurbler ist ein böses Wort, aber jetzt gibt es Vortragende, die halt entweder nicht checken, was da noch auf uns zukommen kann, oder es aus politischen, aus Angstgründen, aus was weiß ich was für Beweggründen einfach nicht aufs Tablett bringen, ja, dann sollen sie bitte einen anderen Job machen. Ich meine das genauso, wie ich es sage. Aber ich habe ja keinen Anspruch und ich möchte gar nicht, da bin ich ganz bei dir, die Hermann und den Top und die alle irgendwie in Misskredit sind, ganz im Gegenteil, die haben sehr viel gute Arbeit gemacht. Sie sind aus meiner Sicht sehr gute erste Aufwecker, um auf etwas hinzuweisen, aber nichts für ungut. Ich bin im Herzen immer noch Offizier und ich bin militärisch sozialisiert, keine Frage. Ich bereite mich immer auf den schlimmsten Fall vor, nicht auf den besten. Ja? Und mache dabei eine Analyse, die es mir erlaubt, halbwegs eine Prognose zu erstellen, die nachvollziehbar ist, um dann Lösungen anzubieten. So tick ich. So habe ich 32 Jahre für den Bund gearbeitet, so arbeite ich jetzt privat. Wenn das nicht erkannt wird, es geht mir jetzt nicht um mich, es geht um die Zuseher, es geht um Menschen, die sich die Frage stellen, ist jetzt wirklich alles schon vorbei? Können wir die digitale Diktatur wirklich nicht abwenden? Kommt da jetzt ein Krieg, ja oder nein? Also wenn so wichtige Themen im sogenannten alternativen Sektor ausgeblendet werden, dann ist das eine gefährliche Tendenz, denn wer soll es denn behandeln? Die Mainstream-Medien Ja. machen. Die Mainstream-Medien machen es nachweislich nicht. Es wird zwischen den Zeilen einmal erwähnt, ja, da spitzt sich was zu, da spitzt sich was zu. Dann wird erwähnt, dass irgendein Politiker sich einen runtergeknickt hat und deswegen jetzt irgendwo ausgeschieden wird. Also Triviales wird mit Wichtigem vermischt, so wie wenn gar nichts wichtig wäre. Das ist, kommt man wie eine Masche vor und dann geht man sofort zur Tagesordnung über. Ja? Und das zeigt, wir haben ein Bewusstsein, in Europa eine Medienkultur, die zum Kotzen ist. Die ist zum Kotzen. Ich meine es hauptsächlich die Leitmedien. Ja? Und warum sollten die Alternativmedien, die ja auch nach Reichweite streben, na nona net, ja, die jahrelang, teilweise sogar jahrzehntelang unterdrückt wurden und als Rechtsextreme und als Schwurbler und was weiß ich was hingestellt worden sind, warum sollten die plötzlich unangenehme Themen aufgreifen, wenn man doch mehr Reichweite erzielt mit angenehmen Themen? Also hat es wahrscheinlich auch was mit der menschlichen Ignoranz zu tun. Mit grundsätzlich mit einer Ignoranz, dass Menschen, vielleicht 90%, ich weiß nicht wie viele, einfach dumpf sind. Punkt, fertig. Ja, Ja. okay, pass auf. Du bist jetzt, ist aber so, dass die Erfahrung, die du machst jetzt, die machst du nicht als Erster. Da gibt es also schon zigtausend Leute in Deutschland, die an diesem Punkt, also an diesem Erkenntnispunkt sind. Und dann Ja. ist für dich, aber für dich, die, verstehst du, da geht es dann teilweise auch einfach um dich, wie du das Genau. umsetzt und so. Also. Ich bin da, ich sehe das nicht ganz so negativ. Also ich denke mal, irgendwo kommen wir sowieso an einen Punkt, wo das in Gottes Hand liegt. Ja. Also ich würde mal so, ich meine, das klingt so richtig ESO-mäßig. Aber ich sage mal so, die Leute, die das wirklich wissen sollen, die werden es auch erfahren. So. Und ansonsten denke ich mir, nee, 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 warte mal ab. So. Also da. Ich sag mal so, also jetzt, was diese Kriegsthematik betrifft und die alternativen Medien, würde ich sagen, so, wart mal ab, so, die Kugel rollt noch. Die Kugel rollt noch, ne? Und zum Beispiel, es reicht ein Typ, der eine große Breitenwirkung hat, der das richtig raushaut, der auch irgendwie nicht mehr irgendwie Knete verdienen muss und so weiter. Also zum Beispiel, es ist damit zu rechnen, laut Prophetie, dass es also unmittelbar vom Krieg eine große Friedensbewegung gibt. Ja. Muss ja von irgendwem getriggert sein. Und ich sage mal so, ich meine gut, also alles, was ich sagen kann, ich sehe das noch nicht so negativ. Ne? Also nur, um das, damit das klar ist, ne? Ich gehe davon aus, der Krieg kommt. Das Volk ist sowas von verblödet. Das sind hier im Grunde
60, 70% der Deutschen sind Walking Dead. Also so sehe ich das. Walking Dead. So, was kannst du machen? Moment. Zuerst sagst du, siehst das nicht so negativ wie ich, und dann legst noch eins drauf. Ja gut, Super. nee, pass auf, ich meine die anderen 30%. Ne? Aber das ist wirklich brutal. Normalerweise müsstest die Leute anschreien, dass ihnen die Ohren abfallen. So, aber wenn du das machst, dann hast du gleich irgendwie einen Prozess an der Hand, dann bist du das Riesenarschloch. Aber im Grunde also so nehme ich das wahr, das Ausmaß der Ignoranz ist so gigantisch. Du Ja. kannst im Grunde nur noch schreien. Du musst normalerweise die Leute packen und schütteln. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Das Interessante aber ist, wenn du das machst, also wenn du dich zu sehr echauffierst, dann musst du ja, also dann zeigt sich, dass viele, die pennen, auch noch wirklich weiter pennen wollen und dir im Grunde so einen emotionalen Impuls haben, dir in die Fresse zu hauen, weil du sie wirklich aufwecken willst. Und an dem Punkt bin ich momentan. Also ich sage mal so, das wird wahrscheinlich nicht so sein, aber ich habe dieses Interview gemacht, so. Mit Wehrpflicht so, da ist meine Motivation. Ey Leute, wenn ihr das nicht checkt, wann wollt ihr das denn checken? Wenn ihr im Truppentransporter an die Front seid, wenn ihr euch Tränen aufgelöst von euren Söhnen verabschiedet, weil die irgendwie an die Front müssen oder zur Bundeswehr oder, also, ja, und dazu kommt auch noch, das ist vollkommen klar, dazu kommt, also wenn wir jetzt wirklich Richtung allgemeiner Militarisierung der Gesellschaft gehen, dann, das ist vollkommen klar, dann geht auch irgendwann die Zensur hoch und dann ist es auch vorbei mit Leute waren, das kommt dazu. Ja, also, Ja, wie gesagt, ich sehe das alles nicht so ich negativ. bin ganz bei dir und ich sehe es ja nicht negativ im Sinne von, dass das alles von übel ist. Es kann ja sein, dass noch mehr Menschen draufkommen, dass was schief läuft. Es ist ja, wenn du, so wie es ja die Geschichte zeigt, dass immer der Sieger die Geschichte schreibt, ist es ja kein Wunder, dass ausgerechnet die Deutschen, und da gehören ja wir Österreicher dazu, die indigene Bevölkerung, wir sprechen mittelbayerischen Dialekt, haben wir schon gehabt, ja, dass gerade deutschsprachige Menschen einen Schuldkomplex haben, wenn sie die Dinge nicht hinterfragen. Und weder das Elternhaus bei der Masse der Bevölkerung, noch die Schule, noch ein Freundeskreis, noch sonst irgendjemand ermutigt dich dazu, dass du über den Tellerrand hinausschaust. Das heißt, dass wir so viele Menschen haben, die jetzt ignorant sind, wie wir sagen, oder einfach von allem genug haben und mit dem Alltagskampf ums Überleben, ums wirtschaftliche Überleben beschäftigt sind, ist ja niemanden anzukreiden, anzulasten. Ich bemerke nur, dass es mit Ungeduld etwas zu tun hat, denn wie der liebe Gott die Geduld verteilt hat, habe ich wahrscheinlich irgendwo mich versteckt in einer Höhle. Ja? Ich bin eh schon geduldiger als früher. Das ist ja mein Problem, das ist nicht das Problem der Masse. Aber wie du richtig sagst, wann kommen denn die Menschen drauf? Ich habe mir dasselbe gedacht wie du. Da wird diskutiert über die allgemeine Wehrpflicht wieder, die man einführen will. Es wird sogar davon gesprochen, dass Menschen ohne deutschen Reisepass in der Bundeswehr herangezogen werden sollen können zum Wehr- und gegebenenfalls dann natürlich auch zum Kriegsdienst. Wann läuten denn die Alarmglocken? Wirklich, wenn man am MTW, also am Mannschaftstransportwagen, aufgesessen oben ist und nicht mehr zurück kann, wann denn bitte? Ja? Und da vermisse ich im Grunde eine gesunde rebellische Kraft. Ich möchte es einmal ausdrücken, so wie die Onkels, ich habe früher sehr viel Onkels gehört, ja, habe sie geliebt, diese Band in meiner Jugendzeit. Die haben ja auch gesungen. Wer jemanden aufwecken will, so lautet der Liedtext. Das geht nicht mit Singen, dann musst du schreien. Ja? Genauso wie du gesagt hast, Stefan. Und wenn du dann schreist, ja, dann wirst du oft angegangen, störe meine Kreise nicht, weil man möchte ja weiter pennen, ist auch legitim. Die Menschen haben auch Recht darauf zu pennen und ein Leid zu haben. Aber ich vermisse irgendwie so aus den gesunden 90er Jahren, 80er, 90er Jahren, von mir aus noch bis die ersten Jahre. Um die Jahrtausendwende, wo noch nicht alle auf das depperte Kastl geschaut haben den ganzen Tag, wo Menschen noch mehr gesprochen haben miteinander, wo noch ganz eine andere Gesprächskultur im Fernsehen war. Es ist allgemein eine Verrohung. Also nicht nur jetzt,
durch die Kriege und seit der C-Pandemie, das war ja schon vorher, dieses Einseitige, dieses Polarisieren, dem anderen nicht zuhören, dass es überhaupt drinnen ist, dass es sowas wie eine Antifa gibt, die politisch unterstützt und auch noch mitfinanziert wird, um die gegnerischen Stimmen mundtot zu machen und auch noch toleriert wird, akzeptiert wird fast schon, dass Menschen, die Mitte oder sonst irgendwas sind, als recht deklariert werden, nur weil es nicht dem links-linken politischen Bild entspricht. Die Political Correctness, also ich frage immer bei Vorträgen meine Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie die Begriffe politisch und korrekt wirklich unter einen Hut bringen? Dann schauen Sie so und dann lacht eh jeder. Ja, natürlich nicht. Ja. Aber die Bevölkerung lässt sich politisch korrekt aufs Auge drücken. Das heißt, wir haben so viele Elemente auf der Psychoebene. Es wird schon so lange ein Psychokrieg gegen das betrieben, was ich als natürlich und als normal erachte. Es gibt natürlich Menschen, die meinen Lebensweg auch nicht normal erachten. Fuck you, ja, weil es gibt seit der Menschheitsgeschichte Beginn und wird es auch noch weitergeben. Das ist jetzt nicht das Thema. Es geht um die Freiheit, es geht um Selbstbestimmung. Und da wird ja von den Medien so gut wie alles getan und auch von der Seite der Politik, dass alles ins Gegenteil verkehrt wird. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin nicht beleidigt auf irgendwelche Menschen, die im Dämmerschlaf sind, denn es wundert mich ja nicht, dass sie da drinnen sind. Wo sollen sie es denn herhaben? Ja? Ich bin halt viel in der Natur gewesen in meiner Jugend und war rebellisch in meiner Jugend. Ich bin in jugendlichen Gruppen mit Punks, mit Skinheads, mit Rockern, was weiß ich, was herumzogen. Mein Erlebnishorizont war ein anderer von einem braven, sittlichen Zuhause. Okay? Das heißt, ich habe die Gesellschaft immer schon anders gesehen. Wo sollen denn Jugendliche jetzt, wo beide Elternteile bemüht sind, das Geld zu verdienen, das früher ein Elternteil verdient hat, herbeizukommen, die da daher Wohlstands unter Anführungszeichen verwahrlost sind, also emotional verwahrlost sind, und dann den ganzen Tag mit Computer und Handy verbringen. Wo sollen sie es denn herhaben? Wer soll jetzt einem 20-Jährigen, der jetzt der Hausnummer im Jahr 20 22 zur Welt gekommen ist, das vermittelt haben, was du und ich und andere Menschen, viele andere Menschen übrigens, in der Aufklärerszene verinnerlicht haben. Wo sollen sie es her haben, Stefan? Wer soll es ihnen geben haben? Ja, Da ist ja niemand. also ernsthaft, also ich habe, also ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber ich habe diese Leute da, ich sage mal so die 60, 70% innerlich abgeschrieben. Und ich denke mal, wenn Corona war ja ein ganz, so ein, da kann man sich ja so ein bisschen dann orientieren, also ein Viertel bis weiß ich nicht, 30%. Also mein Gefühl ist so, wie gesagt, ich habe das, glaube ich, in einem der letzten Videos gesagt. Also ich war am 1. August 2020 in Berlin und ich fand das geil. Ich hatte das Gefühl, das sind viele gute Leute. Und ich sage mal so, was, ich sage es mal so, ich sage mal, wenn wir den ganzen Scheiß hinter uns haben, was wir, dann brauchen wir eine bevölkerungsmäßige Basis, die so stark ist, dass wieder so ein Aufblühen in Mitteleuropa, dass das möglich ist. Und das Vertrauen habe ich. Ne? Und ich sage mal so, das ist einfach brutal. Aber gut, ich war jetzt irgendwie in diesem Leben kein Soldat oder so, ich habe keinen Krieg erlebt, aber ich denke mal, im Krieg ist das so. Die Toten werden erstmal zur Seite geschoben. Du kümmerst dich um die Lebenden. Ja. So, und dann irgendwann kannst du dann, also kannst du dann trauern und was weiß ich machen. Aber so, ich kann das den Leuten nur noch empfehlen, wenn das wirklich in die Richtung geht, die vorhergesagt ist, was ich nicht weiß, aber ich habe jeden Monat mehr das Gefühl, das geht in die Richtung. Ich kann den Leuten nur empfehlen, vergesst die Toten. Kümmert euch nicht um die Toten und kümmert nicht um die Leute, die so dumm und so verantwortungslos und so gleichgültig und so schwach in ihrem Lebenswillen sind, dass sie da sich prädestinieren dafür, dass sie sterben. Wirklich, das ist im Krieg so. Das ist im Krieg so. Du verzettelst, du musst dich auf deine Energie konzentrieren und du darfst dich nicht verzetteln, energetisch verzetteln an Leute, die
in Anführungsstrichen sowieso draufgehen. Also das klingt irgendwie, jetzt halten mich Leute für einen Arsch, ist mir scheißegal. Das ist im Krieg so, du musst auf deine Energie gucken und du darfst keine Energie verplempern. So ist Ja, das. wir sind halt jetzt in der sogenannten Kriegsvorbereitungsphase und da erachte ich schon als meine Pflicht, möglichst viele Informationen noch rauszuholen, dass so dass viele, möglichst viele Individuen sich entscheiden können, befasse ich mich damit, bereite ich mich vor, ja oder nein. So, das Ja. ist eine ganz einfache Geschichte. Und warum bin ich denn Soldat worden damals? Warum bin ich denn zum Bundesheer gegangen? Warum war ich ein Offizier und so lange im Ministerium? Eben, weil ich mich gegenüber Volk und Land wirklich verpflichtet fühle. Ich weiß, es gibt genug Beamte, die das anders sehen, die das eher als sicheren Arbeitsplatz und ja, da habe ich halt kein wirtschaftliches Risiko. Ich kriege gegen mein Gehalt ganz wurscht, ob ich Dienst mache und wie ich mache, ob ich krank feiere, habe meinen Urlaub. Das hast du ja als Selbstständiger in der Form alles nicht, ja. Und ich bin jetzt seit 2 Jahren selbstständig und bereue es nicht, ja, keine Frage. Aber warum bin ich? Ich bin halt, ich ticke so, wie ich ticke. Und daher gebe ich auch nicht auf und gebe ich weiter Informationen raus, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt von den sogenannten eigenen, das ist ja schon passiert, mehrfach, ja, du darfst nicht so negative Bilder zeichnen, dieser pseudo-esoterische Ansatz, natürlich zieht man an, womit man sich beschäftigt, ja, aber ich denke nicht, dass im Gazastreifen die Zivilbevölkerung gesagt hat, jetzt kommt der Krieg und wir werden alle ausgerottet, ja. Ich meine, was passiert dort? Das sind jetzt 1,5 Millionen Menschen offiziell Flüchtlinge im eigenen Land. Also Vertriebene im eigenen Land ist da der Begriff. Und 30.000 ungefähr, wie man zuerst gesagt haben, Zivilisten ermordet. Haben die das energetisch angezogen? Nein, es ist passiert, weil geostrategische Plansetzungen, es gibt geopolitische Maßnahmen gesetzt wurden und militärstrategisch das umgesetzt wurde. Das heißt, da kann der Einzelne im Großen und Ganzen nichts tun. Haben die Menschen in der Ukraine damit gerechnet, dass dieser Krieg kommt? Hat da jeder Zivilist sich vorbereiten können? Wurden die informiert, was auf sie zukommt? Garantiert nicht. Genau dasselbe war vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg. Und darum höre ich nicht auf. Und ich habe die 60 bis 70% wahrscheinlich innerlich, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, auch abgeschrieben. Ich habe nur einen Satz. Ich setze mich ein, also einen verinnerlichten Lehrsatz mir selbst gegenüber, eine Selbstverpflichtung. Ich kämpfe oder das ist ja kein richtiger Kampf, aber ich setze mich ein für die Altvorderen, die uns unseren Wohlstand, unser Leben überhaupt ermöglicht haben. Und für die Generation, die so jung ist, dass sie sich gar nicht wehren kann. Die dazwischen, sage ich da ganz offen, sagen wir inzwischen, wurscht. Sowas von wurscht, weil es ist schon alles gesagt. 100.000 Mal gesagt, seit mindestens 10 Jahren, ja, dass mich gar nicht mehr interessiert. Mir geht es um die Menschen, die noch in der Pipeline sind. Die, Ja, ja, das ist meine Motivation. Mehr ist es nicht. nochmals, Entschuldigung, Ja. nochmals zu den 60, 70%. Also bei mir ist, ich habe jetzt kein Gefühl von Verachtung. Ja, nur es ist schlicht und einfach, also es ist so, es ist schlicht und einfach Energieverschwendung, diese Leute da irgendwie motivieren zu wollen, irgendwie, ne? Aber ja. Na, Denken wir noch. motivieren müssen Sie sich eh selber, Stefan. Das ist nicht, also ich weiß nicht, ob es deine ist. Meine Aufgabe ist es nicht, Menschen zu motivieren, ihren Arsch in die Höhe zu kriegen. Ich biete Informationen an und sogar in Buchform und Vorträgen und sogar in individueller Lebensberatung Möglichkeiten, dass die Leute das Rüstzeug mitkriegen, sich selbst zu entfalten, weil das die Antwort auf den Zwangskollektivismus ist. Ja, das mache ich, aber es ist ein Angebot. Ob es angenommen wird, also wenn ich mich davon abhängig machen würde, dass Leute die Motivation finden, etwas zu tun, müsste ich mich sofort erschießen, weil ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Ja, das ist nicht mein Thema. Informationsangebot und ob es angenommen wird, liegt bei der Gegenseite. Deswegen mache ich so viele Videos. Ich wollte eigentlich nie Videos machen. Ich wollte doch nie auf einer Demobühne stehen, so wie während der Corona-Pandemie. Es war einfach nötig. Ich könnte mich schon lange zurückziehen und sagen, okay,
Nehmen wir mal ein kleines Häuschen am Waldrand mit der Jasmin, wäre wunderschön für uns. Wir haben genug auf der Seite liegen. Ich bin nicht mehr davon abhängig, in diesem System viel anzupacken. Bin ich grundsätzlich nicht. 32 Jahre brav hineingearbeitet, immer nebenberuflich Ausbildungen gemacht und Berufe. Also ich könnte zum Arbeiten aufhören mit, heuer werde ich 53, ja. Ich könnte aufhören damit. Aber nein, ich habe einen inneren Antrieb, der sagt, da gibt es vielleicht noch wen, der drauf resoniert, und es gibt genug Menschen, die in Resonanz gehen mit dem, was du und ich machen. Ich erinnere nur an unsere vier Teile. Das haben allein auf meinem Kanal und deinem zusammen sicher über 30.000 oder 40.000 Menschen gesehen. Das mag nicht viel sein im Verhältnis zu den lieben Videos, wo die Kätzchen miteinander spielen. Ja, das ist eine andere Liga. Das ist was Ja, anderes. gut. Ich sag mal so, das ist das, wenn du mit Medien arbeitest, du weißt nie, wen erreicht das. Du weißt nie, was löst das bei den Leuten aus. Es kann sein, dass du dir wunder was vorstellst, welchen Effekt das hat. Und dann ist es viel weniger Effekt. Ne? Also, ich sag mal so, gerade so, wenn du mit Medien arbeitest, das hat also auch viel mit Glauben zu tun, du kannst es nicht präzise messen. Auf der anderen Seite ist es immer so, wenn du was machst, du musst an das glauben, was du tust. Du musst, verstehst du? Also von da würde ich sagen, es reicht eigentlich, wenn du an das glaubst, was du tust. Was denn, was sollst du sonst machen? Sollst du irgendwas tun, woran du nicht glaubst? Nein, du musst das tun, woran du glaubst. So, und dann musst du auch irgendwie daran glauben, dass das Sinn ergibt. Ja, oder, und ich sag mal so, und oft ist es auch so, wenn du was machst. Ich sag mal, das sind so Sachen, die checkt man erst, wenn man älter wird. Wenn du, ich sag mal, du machst irgendwas und du fokussierst dich auf einen bestimmten Aspekt dessen, was du tust, aber gleichzeitig, während du das machst und diesen Aspekt A im Fokus hast, machst du auch was auf dem Level B, C und D, checkst das erst später so. Also, ich meine, gut, natürlich kannst du irgendwelche Tische bauen oder verstehst du so Sachen, wo du klar siehst, du hast das und das gemacht, so. Aber also ich bin gut, wir haben jetzt so ein bisschen so, das Thema war so, also nicht richtig, ne, aber so ein bisschen war das Thema, ja, irgendwie bei 3/4, 2/3 der Leute ist das irgendwie sinnlos und so. Aber so bei mir ist es so, ich glaube, dass das, was ich mache, also ich glaube deep down, dass das, was ich mache, extrem sinnvoll ist. Also ich hab einen starken Glauben daran, dass das Sinn macht, dass ich dafür geeignet bin, in mehrfacher Hinsicht. Und ich glaube auch, dass das also sehr langfristigen Effekt haben will. Also ich persönlich glaube, dass das, was ich mache, dass das noch in das Thema, also oder der Effekt, die Wirkung wird, also das ist das, was ich glaube, das wird nicht in 10, 20, 30 Jahren vorbei sein, sondern das ist richtig, also ich, wie gesagt, du musst das tun, woran du glaubst. Ja, Du ja. musst das tun, woran du glaubst. Und das Natürlich. Einzige, was Sorry, das Einzige, was hier, oder die einzige Scheiße, die hier passieren kann, ist, dass du etwas machst, woran du glaubst und kein anderer glaubt dran. Dann musst du es trotzdem tun. Ne? Ja. Also, dann ist es halt schwieriger. Ne? Aber da kommt keiner, ich sage, Entschuldigung, da kommt um diesen Punkt kommt keiner rum. Jeder muss das tun, woran er glaubt. Und wenn er Pech hat, merkt er irgendwie nach 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40 Jahren merkt er, das war kompletter Flop. Schau, Aber das. wenn die Masse immer recht hätte, oder ein ausschlaggebendes Kriterium für das Gute oder für die Veränderung wäre, dann wäre die Geschichtsschreibung falsch. Die Geschichte verändert haben immer kleine Gruppen, geringe Prozentsätze und oft sogar einzelne Menschen. Ja? Ja. Ich habe nicht mal diesen Anspruch, dass ich die Welt verändern will. Ja? Ich habe eine Vision, wie es sein könnte.
Aber du, ich habe 2012 eine NATO-Erfahrung gehabt. Das heißt, ich weiß, dass ich meine Seele bin. Ich weiß, wo Gott wohnt, nämlich in und hinter allen Dingen. Ja, das ist eine grundlegende Schöpfungsenergie, wenn man es, Schöpferenergie, wenn man so will. Das muss ich auch niemandem aufs Auge drücken. Es ist nur sachdienlich im Alltag, wenn dieser Irrsinn in der Außenwelt abläuft, dass man diese Gewissheit hat, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist die Natur, das ist, sind gute zwischenmenschliche Beziehungen, das ist, dass man im Frieden miteinander leben kann. Aber natürlich gibt es auch andere Kräfte. Aber nur deswegen, weil es sie gibt, werde ich nicht inhaltlich zu dieser selben Kraft. Diese Kraft möchte ich dem nicht geben. Und ich möchte auch jetzt nicht die Ängste von Menschen bedienen. Ich bin ja schon gefragt worden und habe heute vorher ein Gespräch gehört mit dem Oliver Arenyi. Wir haben eine Prognose gemacht bis 2030, das war Ende Dezember. Das haben auch so gut 25.000 Leute sich schon angeschaut, also gar nicht so schlecht für meinen kleinen Kanal. Und der Oliver hat auch so zögerlich, ja, was du da mit Stefan Berndt und der Tabuthe, die Sendungen über den Dritten Weltkrieg. Also er wollte es jetzt nicht kritisieren, aber es ist halt doch eine Energie, die jetzt anders ist als das im Alltag. Ja? Und ich habe gesagt, ja, glaubst du, dass er das macht, weil er den Menschen Angst machen will? Na, die Menschen haben ja bereits Angst. Die sich das anschauen, haben ja schon Angst. Okay, dann schauen wir uns doch bitte, deswegen habe ich ja mit dir gern dieses vier Teile gemacht und auch jetzt das Gespräch geführt. Schauen wir uns doch an, was sagt die Prophetie, also was besagen die Sehungen, was ist wirklich Sache bezüglich der Vorzeichen, wie könnte es dann ablaufen, wie passt es mit der allgemeinen, faktenbasierten strategischen Analyse zusammen? Gibt es da Überschneidungen? Ja oder nein? Wir haben festgestellt, das ist fast 100% deckungsgleich. Ja? Okay, was machen wir jetzt draus? Das ist eine Herangehensweise, die ist 100-mal gesünder, als die Angst am Kochen la zu lassen und immer wieder neue Angstbilder. Dann kann ich sagen, okay, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Krieg kommt. Also ist die Schlussfolgerung was? Ich bereite mich darauf vor. Und dann kann man wieder in den Alltag übergehen. Das ist für mich der gesündeste Ansatz. Aber sicher, ich mache das sicher nicht, um Ängste zu bedienen, sondern ganz im Gegenteil, um die Leute im Angststadium abzuholen. Und wie das im Oliver gesagt hat, glaube ich, hat das ziemlich gut verstanden. Und ob die Masse mich jetzt versteht, also ich mit meiner Persönlichkeit, gerade mit meiner Biografie, darf keinen Wert drauf legen, was die Masse von dem hält, was ich sage oder was ich bin. Ja, das ist forget it, hey, fuck you. Wie du gesagt hast, das haben wir ja sogar als Teaser genommen für unsere vier Teile. Wie hast du gesagt? Zweiter Weltkrieg, Adolf Hitler, Holocaust und jetzt schon wieder dieselbe Scheiße. Was ist denn das hier? Ja, also genau diese Ausdrucksweise von dir bringt es auf den Punkt. Wenn man das als das, was die Gesellschaft als normal erachtet, das, was 51% tun, puh, da war ich wahrscheinlich noch nie dabei. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert immer nur das Individuum. Und wenn ich durch dieses Gespräch mit dir, jetzt haben wir glaube ich 3 Stunden circa, ne? Wenn dieses Gespräch mit dir einem Menschen hilft, sich vorzubereiten auf etwas und in Frieden die Ruhe zu finden, den Alltag. Das werden wir haben. Lass mich noch kurz schauen. Lass mich noch kurz was zu der Angst, zu der Angst sagen. Also, gut, das Thema kenne ich. Und meine persönliche Meinung, das ist total tricky. Also keine Angst, das ist ja im Grunde so, das Label dafür ist, also für mein Gefühl ist die komplette Scheiße. Was du, wenn du das Thema Angst hast, ist also nach meiner Meinung, wie findest du den Weg zum Mut? Das ist das Ding. Das Thema ist nicht, dass du Angst hast, sondern das Thema ist, dass du keinen Mut hast. Das ist das Ding. Und die ganzen Leute, und oder sagen die, ich sag mal so, meiner Wahrnehmung nach läuft momentan spiritueller Krieg auf dieser Welt. Und ein Hauptaspekt dieses Krieges ist, den Leuten den Weg zum Mut zu verbauen. Und Teil der Strategie, den Leuten den Weg zum Mut zu verbauen, ist ihnen zu sagen, keine Angst. Das ist nach meinem Mindset ist das absolut tricky. Es ist absolut tricky. Also so sehe ich das. Das Einzige, was dich von der Angst befreit, ist Mut. So. Und Mut kriegst du nur,
Mut kriegst du nur, wenn du ne, also so sehe ich das. Gut, es gibt Leute, die ziehen das aus irgendwelchen archaischen Genen. Das ist was anderes. Aber die allermeisten Leute ziehen den Mut aus irgendeiner Metaebene, dass sie an, wie bei dir, dass sie an ihre unsterbliche Seele glauben, dass sie an Gott glauben. Das ist das Ding. Die Leute brauchen, ja, also sie brauchen eine Quelle, die ihnen Mut macht. Und diese Philosophie von keine Angst ist Teil des großen Irrtums. Also so sehe ich das. Ja, So sehe ich das. natürlich, und das machen ja jetzt viele. Ja. Ich sage, schauen wir uns doch diese Angst an. Aus psychotherapeutischer Sicht, du weißt, ich bin ja diplomierte Lebensberaterin, das ist inhaltlich in breiten Teilen Psychotherapie. Wobei auch davon grundsätzlich nicht viel halte. Ja. Man kann es auch Schamane nennen oder von mir aus Priester, völlig wurscht. Wenn sich Menschen mit den Ängsten befassen, werden die Ängste bereits transformiert und dann kannst du den Mut finden oder Gelassenheit. Es muss nicht jeder mutig sein. Es kann auch Leute geben, die sagen, okay, ich bereite mich nicht vor und ich spaziere jetzt weiter da und genieße mein Leben und wenn mir die Bomben am Schädel fällt, dann fällt es mir am Schädel. Ist auch legitim. Das heißt, das ist doch dem Individuum überlassen. Jeder hat einen individuellen Zugang. Und ich glaube nicht nur an meine Seele, ich weiß, dass ich sie habe, weil ich sie erlebt habe bei der Nahtoderfahrung, die ja laut allgemeiner Medizin gar nicht möglich ist, weil das Gehirn abschaltet bei einem Atemstillstand. Ich hatte einen Atemstillstand im Zuge einer schweren Lungenentzündung. Ich habe es eh schon, glaube ich, in einer Sendung oder zwei einmal erklärt, ich habe es auch in den Büchern beschrieben, aber abgekürzte Form, Atemstillstand. 2 Minuten klinisch tot, 9 Menschen um mich, die mich wo man mich reanimieren wollte, und ich bin von selbst zu mir gekommen. Auch da hat der Lungenarzt gesagt, unmöglich, sage ich, es ist passiert, ich habe Zeugen. Ja? Und was ich erlebt habe während der Nahtoderfahrung, war eindringlicher und intensiver als alles, was ich bisher in meinem jetzigen Leben, Leben erlebt habe und auch die Erinnerung dran habe. Die Allgemeinmedizin sagt, es kann weder bei einer Nahtoderfahrung eine Beobachtung, also eine Wahrnehmung geben und schon gar keine Erinnerung. Ich habe beides. Und das haben tausende Menschen, die dann Nahtoderfahrungen haben. Jeder fünfte Mensch ungefähr, oder jeder 20. Soll eine Nahtoderfahrung haben. Ja, okay. Und unabhängig von Religion, unabhängig von Status, Geschlecht, Nationalität, sozialer Schicht. Das heißt, aber trotzdem ist jede Nahtoderfahrung, es gibt gewisse Muster, sind auch wissenschaftlich ausgewertet übrigens, ist trotzdem jede Nahtoderfahrung individuell. Das heißt, die Individualität ist uns von der Natur in die Wiege gelegt worden. Natürlich sind wir auch Teil des Kollektivs, ja. Und in diesem Spannungsfeld befinden wir Menschen uns. Und ich denke, ein gesunder Weg ist, wie du sagst, Ängste zu transformieren und vielleicht die Angst weiter zu haben und sie als Motor, als Kraftnahrung für den Mut zu verwenden oder vielleicht auch die Gelassenheit. Es ist auch legitim zu sagen, leckt's mich doch alle mal. Ich ziehe mein Ding durch und es ist mir wurscht. Es gibt Leute, die rauchen sie ein, es gibt Leute, die gehen dort und dorthin und reden von rosa Mondelfen. Ja, sollen sie, alles okay. Ich möchte nur meinen Beitrag dazu geleistet haben, dass sich Menschen vorbereiten können. Punkt. Und ihr individuelles Potenzial entfalten können. Das ist meine mir selbst mit Freuden auferlegte Mission. Und wenn ich manchmal bei der Artikulation etwas heftig rüberkomme, ja, das ist, ich bin Mensch, bin schon sehr zentriert, aber hin und wieder kommt die Ungeduld durch. Ja, mein Gott, auch das verzeihe ich mir. Das hat eine Schattenseite. Mein Gott, die habe ich verinnerlicht. Ist ja auch ein Motor, die Ungeduld. Ungeduld kann auch ein Motor sein. Und ich auch, bin selbst auch oft wütend. Soll ich mir jetzt verurteilen, dass Wut hochkommt, wenn ich die Lügen in den Medien mitkriege? Nein. Darum gefällt mir das, wenn du explodierst. Also, du explodierst nicht, aber wenn du eskalierst in einer Sendung und dann sagst, Entschuldigung, na, das passt total, das macht dich authentisch. Das macht Menschen wie uns gerade angreifbar, berührbar, verständlich. In einer Welt, wo viele pennen, ist das durchwegs in Ordnung, oder? Ja, das muss sein. Das muss sein. Und ich erlebe das auch so teilweise so, das ist also auch so, das ist ein Zeitgeistphänomen. Also ich meine das zu erinnern, dass früher den Leuten mehr Raum gegeben wurde, sich auszudrücken, ein bisschen auszurasten. Also diese Kultur der politischen Korrektheit, die sickert langsam so durch in viele Bereiche. Ja,
Gut. Ja. Ja, aber du siehst, wir kommen am Thema Sehungen und Spiritualität oder was ist Gott irgendwie nicht vorbei. Denn wenn es eine Sehung gibt, die von Menschen, die eine Trefferquote haben, stellt sich natürlich die Frage, ist die Zukunft vorherbestimmt? Und dann stellt, und wenn ja, wie schaut der Gott aus? Ist die Zukunft nicht vorherbestimmt? Ist die Sehung eine Möglichkeit? Wie ist dann der Gott? Das hat einen hohen qualitativen Unterschied. Ich weiß nicht, ob du das jetzt nur besprechen willst. Ich glaube, das wird jetzt den Rahmen Nee, sprengen. kann man machen, kann man machen. Okay. Also, ich würde mal unterscheiden zwischen Kollektivschicksal und Einzelschicksal. Also, ein Bild, mit dem man das, also dieses Verhältnis von Individualschicksal und Kollektivschicksal veranschaulichen kann, ist eine Regenwolke. Okay, sag mal, eine Regenwolke schiebt sich irgendwie über eine bestimmte Landschaft, regnet dann ab. Und was du sagen kannst, aufgrund der Wassermenge, die in der Wolke ist, aufgrund der Topografie, dem Untergrund, Gewässer und so weiter, also was du machen kannst, wenn die ganzen Daten hast, du kannst im Grunde sagen, wie viele Tonnen aus dieser Wolke in den Fluss gelangen und dann zum Meer fließen. Das kannst du machen. So. Aber du kannst nicht vorhersagen, was mit einem, also das, so sehe ich das. Du kannst nicht vorhersagen, was mit einem einzelnen Tropfen ist. Ob der mit den Weg macht durch den Fluss zum Meer oder ob der auf dem Weg zum Erdboden verdunstet oder irgendwie von einem Tier getrunken wird, so, da wäre ich vorsichtig. Das weiß ich aber auch nicht. Das weiß ich nicht. Ne? Also ich denke mal, also mein Meister Osho hat gesagt, dass du das Verhalten eines Erleuchteten nicht voraussehen kannst. Aber bei normalen Leuten, ja. Das kann er ja selbst nicht. Gut, weiß ich nicht. Also, ich sage mal so, da komme ich nicht weiter, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann bewusstseinsmäßig ein Level erreichen, wo wir oder wo unsere Kultur wirklich einen hohen Grad an Unvorhersehbarkeit erreicht. Das heißt also, ich würde jetzt diese Idee von Zeitlinien und so, das würde ich nicht in letzter Konsequenz negieren, also als Möglichkeit. Nur, das ist, glaube ich, das Ding. Wir sind im Normalfall bewusstseinsmäßig noch weit, 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 weit weg von diesem Level. Vielleicht ist das der Irrtum, den die Leute machen. Sie haben irgendwie eine Ahnung von dem, was möglich ist, was sie irgendwie in, keine Ahnung, in der 100. Inkarnation von jetzt, was sie wirklich realisieren, aber jetzt gar nicht können. So, ne? Ich mache mir doch nicht so viel Gedanken drüber. Also bei mir ist es so, ich glaube an einen allmächtigen Gott. Jetzt nicht so sehr so im christlichen Sinne so geozentrisch, sondern das ist ein Gott, der hat unsere Galaxie erschaffen mit 200 Milliarden Sonnen und jede Sonne hat ihren Sinn und jede Sonne, also praktisch jede Sonne von den 200 Milliarden Sonnen in der Milchstraße hat ein Planetensystem und jeder Planet hat eine Bedeutung und dann gibt es 200 Milliarden, also Galaxien, verstehst du? Also, dass ich glaube an einen Gott, der das alles geschaffen hat. Und also mit dieser Hellseherei, ich habe da so Erklärungsfragmente, ja, aber wie das wirklich funktioniert, irgendwie weiß ich nicht, brauche ich auch nicht. Ja, also ich weiß aus meinem familiären Umfeld, dass das geht. Du kannst also jetzt Wahrträume, Leute, die ich kenne oder jemand, den ich kenne, der hat mehrfach Dinge geträumt, die sind dann passiert. Ich weiß das Punkt aus fertig. Ich weiß, es geht. Ich weiß, es geht. Ja, und wie das im Einzelnen läuft, das weiß ich nicht. Gut, ich glaube an eine ewige Seele, dass die irgendwo schon in der Zukunft ist und so weiter, dass wir aus der Zukunft die Informationen rüberziehen in die Gegenwart und deswegen wissen, was in der Zukunft passiert, weil wir da schon sind, so. Aber das ist, ich sag mal so, das sind so kopfige Erklärungsmodelle, ja, und das wäre im Grunde albern,
wenn ich mir einbilde oder mich dem Gefühl hingebe, ich wüsste, wie das passiert. Ja, Ja. es ist halt ein krasser Widerspruch zwischen einer etwas naiven Vorstellung von Gott mit dem Rauschebart, der auf der Wolke sitzt, ich gebe zu, Odin bzw. Wotan sind mir 100-mal sympathischer als der mosaische Terrorfreak, aber der personifizierte Gott ist nun mal Schwachsinn, weil die Entität, die Schöpfungsentität, die alles erschaffen hat, und wie du ja gesagt hast, hunderte Galaxien, wahrscheinlich sogar Millionen Universen und was weiß ich, was es da alles geben soll, und alles ist im Endeffekt im perfekten, im nahezu perfekten Einklang, läuft uhrwerksartig ab. Das kann ja nur eine Energieform sein. Wollen wir jetzt uns vorstellen, dass das ein Urriese ist, der einen Furz gelassen hat und das ist ohne Universum? Wenn jemand dran glauben will, soll er dran glauben. Ich glaube nicht an eine personifizierte Schöpfungsentität, weil sie unlogisch ist. Und auch die Logik ist uns ja mitgegeben worden, als gerne auch göttliches Instrument, die Dinge zu verstehen. Vielleicht ist der Verstand des Menschen, der richtig benutzte Hausverstand, die Möglichkeit, das intuitiv Verfasste korrekt zu übersetzen. Und wenn ich meine Intuition und was ich erfahren habe bei der Nahtoderfahrung mit dem zusammentue, was die Naturwissenschaft hergibt, gibt es Gott nur als schöpferische Energie hinter und allen Dingen. Wie die Quantenphysiker ja auch sagen, die einzige Realität laut Einstein ist das Feld, Punkt, und er hat nicht den Rüden abgemeint, sondern das Quantenfeld. Also ist es die Göt wahrscheinlich diese göttliche Identität? Ich sage ja. Und darum sind so Sendungen wie jetzt nichts gegen Harald Lesch, ja, aber das ist lächerlich. Eine Sendung, die, also sie 2 Millionen Menschen sie angeschaut haben, gibt es Gott. Und darin wird kein einziges Mal definiert, was unter Gott zu verstehen ist, sondern es wird angeführt, dass Gott mit dem Verstand zu begreifen ist und gleichzeitig, weil das der Mensch nicht schafft, gibt es Gott nicht. Und am Schluss ist nur noch ein großes Fragezeichen bei der Sendung. Das Ja. beantwortet gar nichts. Nichts. Wo ist da der Hausverstand? Wo ist da der Hausverstand? Und dann wird gesagt, naja, die Naturgesetze laufen ja ab. Und auch die sogenannte Schwarmintelligenz bei den Tieren und die Superorganismen bei den Ameisen und so weiter, wird alles in der Sendung erwähnt, ist kein Beweis für Gott. Wer sagt denn das? Vielleicht ist genau die Energie, die dahinter steckt, dass Ameisen, wenn ein Fluss zu überqueren ist, sich so zusammendrängen, dass halt ein paar absaufen und die anderen überleben. Die machen das instinktiv. Vielleicht ist dieser Instinkt bei den Tieren ein Ausdruck der Schöpfungsentität. Ich sage, was denn sonst? Und das wird von sogenannten Wissenschaftlern benutzt, zu sagen, ja, es ist der Beweis, die naturwissenschaftlichen, wie du ja auch sagst, die Perfektheit von allem, ist kein Beweis für Gott. Ich sage, na, genau das ist es. Ja? Warum soll Gott nicht unsichtbar sein? Es ist ja eh sichtbar. Wir sehen ja das Materielle eh alles. Und wenn wir dann mit diesen Mikroskopen uns die Dinge anschauen, dann ist das plötzlich keine. Wenn ich mir das den Becher da auf den Kopf hau, dann tut's weh. Ja, aber letztlich gibt es diese Materie nicht. Wenn man das aufs Kleinste zerbricht, sind es nur mehr Atome und das sind 99,9% oder was, nichts. Ja, Ja, kurz, lass ich kurz sagen. Entschuldigung. Entschuldigung, eins noch, bin gleich fertig. Ist vielleicht die Energie, die das alles zusammenhält, dieses Feld, ist es Gott und erfährt sich Gott durch die Entwicklung in den Dingen auch mit? Hat die Evolution, also die Entwicklung angestoßen und erfährt sich mit? Ich sage ja, das ist meine Wahrnehmung von Gott. Ob die stimmt, muss jeder für sich selbst beurteilen. Für mich ist das die Wahrheit. Okay, kurz, was ich eben sagen wollte. Du bist auch unsichtbar. Ja, natürlich. Ja, Du ja, steckst ja in so einem Haufen Materie drin, ja. aber irgendwann trennt sich das und dann bist du wieder unsichtbar. Und mit Gott, ich sag Genau. mal so, ich sehe das so. Okay, ich meine prinzipiell, du musst unterscheiden zwischen Gott und dem Gottesbild. Okay, meistens reden oder wir reden eigentlich nie über Gott, sondern wir reden über das Gottesbild. So. Und meine persönliche Meinung ist so, jeder hat im Grunde ein anderes Gottesbild und entscheidend ist, wie viel Kraft aus diesem Gottesbild generiert. So sehe ich das, so sehe ich das. Und ich sage mal, das ist auch, für mich ist das auch irgendwo heilig. Also wenn jemand irgendwie so ein bestimmtes Gottesbild hat, mir das kommuniziert, okay, da kann man dann irgendwie sagen, so meinst du das wirklich? Aber nicht viel mehr, nicht viel mehr. Das ist heilig.
Und für viele Leute ist es eine wichtige Kraftquelle. Und dann ist das gut. Also, Und was vor ich. allem, ist es kein Anlass zu streiten. Wenn es mich erfüllt und ich zufrieden damit bin, ja, weil es gerade meinem Entwicklungsstand entspricht, die göttliche Entität so oder so wahrzunehmen, gibt es doch keinen Grund, mit wem anderen zu streiten, wenn er es anders wahrnimmt. Ein Problem gibt es nur dann, wenn mir der andere sein Gottesbild aufs Auge drücken will, denn dann ist es hundertprozentig falsch. Wenn Ja. einer sagt, mein Gott, ist, also das ist ja gerade in Palästina, Schrägstrich Israel, ist es ja pervers. Ne? Die glauben beide, dass Gott auf ihrer Seite steht. Und beides ist der mosaische Gott. Das geht sie nicht ganz aus. Und das ist interessant an dieser Zeit. Das ist interessant an dieser Zeit. Also ich sage jetzt nicht, dass es in den nächsten Jahren klar ist, aber ich denke mal, wir sind jetzt wirklich in diese Phase eingetreten, wo sich zeigen wird, welcher Gott ist was. Dieser Konflikt ist zu groß. Das wird sich zeigen. Verstehst du? Im Grunde ist es, du kannst das so sehen, im Grunde ist es ein Kampf der Götter. Ja. Es ist ein Kampf der Götter. So. Dann wollen wir mal sehen, wer gewinnt. Ja, ich weiß nicht, ob wir das mitkriegen, aber ich wette, bis Ende des 21. Jahrhunderts ist das gelaufen. Das ist dann gelaufen. Dann ist diese Götterschlacht durchausgeschlagen, ausgefochten. Ja gut. Ich sag mal, sind wir so im Wesentlichen durch? Sind wir, ne? Fällt uns irgendwie noch was? Durchgeknallt sind wir auf jeden Fall. In den alternativen Medien gibt es dann immer noch so, wie nennt sich das, so der positive Rausschmeißer. Das gehört Finden auch. wir noch, finden wir noch was? Tucker Carlson war jetzt bei Putin. Hast du mitbekommen? Tucker Carlson war bei Putin, hat ihn jetzt, ich glaube, weiß nicht wie lange, aber sicherlich so dreiviertel Stunde, eine Stunde interviewt. Das wird sehr interessant. Okay. Das wird sehr interessant. Wann kommt das? Weißt du? Ja, das wird irgendwie, ich weiß es nicht, das kann jetzt irgendwie heute Nacht sein, irgendwie Zeitverschiebung, keine Ahnung. Das kommt dann irgendwie auf Twitter raus. Und ich schätze mal YouTube auch irgendwie einen Tag später. Ja, ich habe gehört, der Deutsche sagt, wie war das? Der Deutsche sagt, die Lage ist, genau, jetzt das ist der Rausschmeißer. Der Deutsche sagt, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Und der Österreicher sagt, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Genau, Kennst du das? so in etwa. Der Deutsche, der Bundesdeutsche sagt, die Welt bricht zusammen in eine Katastrophe und der Wiener sagt, ups, das geht nicht ganz aus. Und da gibt es ja noch so einen Spruch beim Film Der Untergang. Du weißt, im Führerbunker in Berlin, ne? Ja. Da sagt doch einer, die Lage ist beschissen und doch katastrophal. Und dann lachen es alle, weil sie eh schon alkoholisiert wissen und dass der Untergang unvermeidbar ist. Ja, ja deutscher Humor ist ja doch auch, kann ja auch was Positives sein. Und du, danke für das Gespräch. Wir hatten ja grundsätzlich geplant, so circa 60 Minuten. Ja. Ich glaube, da sind wir ein bisschen drüber. Ja, sieht so aus. Sieht so aus, ne? Vielleicht. Wenn es Bedarf von, jetzt stellen wir das einmal der Reihe nach online, ne? Und wenn es Bedarf gibt von Leuten, wenn die Fragen haben, sollen sie in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall Ja. ich bin sehr froh, dass wir diese Reihe schon gemacht haben. Alois Irlmeier, das war einer meiner liebsten Projekte bis jetzt, muss ich ganz offen sagen. Echt? Okay. Ja, wirklich. Ja. Weil es einen Bereich abdeckt, wo du das für mich Unfassbare, ja, das ja du akribisch aufbereitet hast, ich kenne ja deine Bücher, mit dem verbinden kannst, was mein Beruf ausmacht. Ja, also das, und das haben auch viele Menschen erkannt, die es angeschaut haben. Das war, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal, dieser Reihe. Das war super und ich habe auch das Gespräch jetzt sehr wertvoll gefunden. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Ja, aber gut, ja, okay. Aber ich will eine Sache nochmal sagen. Gut, ich habe in den letzten Jahren manchmal Dinge
ein bisschen überdramatisiert oder ein bisschen falsch eingeschätzt, aber ich denke mir mal, das, was ich am Anfang gesagt habe, so, es sieht momentan wirklich so aus, als ob wir auf breiter Front in die Militarisierung der Gesellschaft gehen. Und das kann eigentlich nur dazu führen, dass sie die Zensur hochfahren, ja. Und es besteht dann die Gefahr, dass wir über viele Sachen nicht mehr kommunizieren können. Ne? Also das ist schon. Naja, andererseits, Stefan, gebe ich zu bedenken, das Hauptinstrument der digitalen Vollkontrolle ist das Internet. Ja? Das heißt, hier eine großartige Zensur einzuführen, würde auch praktisch dann die Menschen dazu verleiten, dieses Instrument weniger zu nutzen. Ja, Versteht? nee, glaube ich. Gut, Kraft, ist egal. Kraft gegen Kraft. Ich denke, du hast recht. Es kann sein, dass jetzt wegen drohender Kriegsgefahr und dass das, was du und ich reden, vielleicht schon sogar als Wehrkraft zersetzend empfunden wird. Ist ja möglich, dass es Leute gibt, die so wahnsinnig sind, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass die Wehrkraft ja längst zersetzt ist. Ja? Ja. Wir sagen ja nur, was bereits Sache ist und es daher sinnlos ist, eine Uniform anzuziehen und die Waffe in die Hand zu nehmen, weil das ist aus jetziger Sicht Selbstmord. Ja? Ja, und das Ding, ich wette, so wie die Mediengesellschaft in Deutschland aussieht, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, ich vermute mal nicht viel anders und nach dem, was ich so mitbekommen habe, ich würde sagen, das ziehen die in 2 Monaten hoch. Wenn die da ein Riesendrama machen mit Putin und bla 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 und dann können die innerhalb von 2 Monaten die Zügel so anziehen, dass du kaum noch was sagen kannst, ne? Sollen sie, dann schalte ich die Kiste aus und bin noch mehr im Wald als jetzt und noch mehr in der Kraftkammer als jetzt, treffe mich mehr auf analoge Weise mit anderen Menschen. Na, ich habe mich schon beschäftigt mit der Frage, der Puls erhöht sich nicht. Nein. Gut. Okay, sind wir fertig? Fertig. Und Sag mal so richtig hamburgerisch, sind wir fertig? Wie sagt man das? sowas mache ich prinzipiell, ich lasse mich nicht zum Affen machen. Wieso Affe? Das ist doch wunderschöne deutsche Sprache. Nee, so auf sowas stehe ich nicht. Nee, ich kann das auch nicht gut. Ich kann das auch nicht gut. Wenn ich irgendwie, nee, ich kann das nicht gut. Lass mal das mal. Sowas mache ich nicht. Nee, Alles ich. gut, brauchst eh nicht. Ja. Also der Wiener wird sagen, erst, da sind wir endlich fertig. Ja, Okay. gut. Ja. Ja, gut, ich bedanke mich herzlich bei dir. Ich mich bei dir. Ich werde das Dankeschön. jetzt schneiden und dann werden wir das rausbringen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau, Okay. super. Danke, lieber Stefan, und hallo Danke auch. und tschüss, liebe Zuschauer. Ja, Ciao. wir auch. Ciao, tschüss. Tschüss.